Seekrauts. Hallo Seekrauts-Freunde, willkommen zurück zur kurzen Express-Flaschenpost. Ich überschlag mich hier schon vor Geschwindigkeit. Wir haben drei Themen für euch. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, der eine oder andere von euch hatte schon einen Twitch-Container im Spiel. Ist für alle ein bisschen überraschend. Wer es noch nicht weiß und irgendwo anders vielleicht schon erfahren hat, hier nochmal kurz die Erklärung. Es ist möglich, Twitch-Container zu bekommen, wenn ihr einen Twitch-Account habt und diesen Twitch-Account mit eurem Wargaming-Account verbunden habt. Wenn ihr das alles richtig gemacht habt, dann bekommt ihr eine gewisse Drop-Chance, wenn ihr eine Stunde lang Twitch geschaut habt. Wenn ihr jetzt nicht der Fan seid von anderen beim Zocken zuzugucken, sondern lieber Informationsvideos wie die Flaschenpost hier zum Beispiel, dann kann man sowas natürlich auch in einem Browser minimieren, auf Mute stellen und irgendwo in die Taskleiste ablegen. Geht natürlich alles, könnt ihr natürlich gerne machen, aber wie funktioniert der Sinn? Also, ihr loggt euch in euren Account ein, ja, hier oben sind wir eingeloggt als Seekrauts, ihr klickt hier auf die Kontoverwaltung, kommt dann auf diese Seite hier. Ja, machen wir das alles mal ein bisschen größer für euch. Und dann habt ihr hier oben, also ihr kommt da direkt auf diese Seite. Die sieht bei euch natürlich, ja, bei euch steht ein anderer Benutzername, ja, und so eine Sachen. Ja, und dann ist hier eben Facebook, Google, Microsoft und Twitch abgebildet. Ihr klickt auf diesen Twitch-Button, loggt euch dann mit eurem Twitch-Account quasi ein und dann sind diese beiden Konten miteinander verbunden. Es ist weder Prime notwendig, noch irgendwie was anderes. Ihr braucht bloß zwei kostenlose Accounts. Ihr braucht auch keine Premium-Spielzeit bei Wargaming, gar nichts. Ihr müsst euch einfach nur dann da miteinander verbinden. Was kriegt ihr dafür? Ihr kriegt 100.000 Credits in jedem Container. Ihr bekommt 4 Verbrauchsmaterialien, Premium-Verbrauchsmaterialien und 10 Signale, Wimpel für euer Schiff. Also irgendwie was mit Creditpunkten oder eben, ja, Kapitäns-EP oder was weiß ich, alles, was es da so gibt, es kann da drinne sein. Und ich denke, das lohnt sich vielleicht, wenn man nicht nur einen Container bekommt, sondern selbst wenn man nur einen bekommt, einen geschenkten Gaul schaut man ins Maul. Aber wenn man das intensiv betreibt, sage ich jetzt einfach mal, dann hat man da ja noch größere Chancen. Ihr könnt ja 3, 4 Streams parallel gucken, alles muten, alles in die Leiste legen, wie ihr auch immer das wollt. Es ist natürlich zielführend oder sinnvoll, sich die Sachen anzugucken, damit man irgendwie vielleicht auch was mitnimmt bei der ganzen Geschichte. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ja, das ist eigentlich die Anleitung zu dieser Twitch Prime Container Geschichte. Oder nicht Twitch Prime, Twitch Container Geschichte ohne Prime. Ja, dann haben wir dazu eigentlich schon alles gesagt. Ihr könnt das auch noch mit anderen sinnvollen Sachen verbinden, nämlich indem ihr King of the Seas guckt. King of the Seas Finals sind nämlich heute. Und zwar am, ja, den 4. November um 1700 geht das los. Live aus Prag, Austin und so weiter, St. Petersburg. Da ist also jede Menge Action und das ist natürlich auch auf Twitch zu sehen. Und da könnte man ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, um dann hier die Finals sich reinzuziehen. Und dann eben die Container nebenbei zu bekommen. Ne? So, und dann kommen wir schon zum dritten Thema. Das dritte Thema ist die Prinz Eitel Friedrich. Wir bei Seekrauts und ihr da draußen sicherlich auch habt euch gefragt, wann kommt endlich dieses Schiff? Die Daten, die ersten Daten kamen ja schon im Frühjahr, glaube ich, oder im Frühsommer, wo man eben die ersten Daten, das erste Bild sehen konnte. Es sind jetzt schon mehrere Balance-Checks dadurch, Veränderungen und so weiter und so weiter. Wann kommt dieses Schiff endlich? Viele von euch da draußen warten da drauf und möchten das Schiff endlich in den Händen halten, beziehungsweise dann hier im Hafen stehen haben und damit fahren. Wir haben ja schon mal eine Vermutung geäußert und ja, wir haben Bilder gefunden, oder ein Bild besser gesagt, was eine gewisse Vermutung zulässt. Und zwar, dass sehr ähnlich laufen könnte wie mit der Graf Spee-Geschichte. Passt ja zu Prinz Eitel, T6-Schiff. Graf Spee ist auch ein T6-Schiff. Und hier ist eben die Prinz Eitel abgebildet. Und ja, hier jede Menge weihnachtliche Sachen, Weihnachtsbaum und. Eis und so weiter. Dahinter ist dann noch Neujahr, Silvester und so weiter. Was lässt den Schluss zu? Ja, es könnte in einem Weihnachtsevent dann erspielbar sein, der Dampfer. Wie wir das bei Warming kennen. Wer zu Weihnachten natürlich keine Zeit hat, hat auch die Möglichkeit, dieses Schiff im Premium Store zu kaufen. Zumindest ist das meine Vermutung. Ja, wie gesagt, keine
Nachrichten in dem Sinne, dass ich es bestätigt weiß, es sind nur Indizien. Ja, das Schiff hier ist ganz klar, die Prinz Alte Friedrich Doppelschornstein, hier die Sekundärgeschütze in der Reihe, das ist eindeutig. Und wir haben vorne und hinten jeweils zwei Türme mit zwei Rohre, mit zwei Rohren, wobei wir hinten nur einen Turm sehen. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr eindeutig die Prinz Eitel Friedrich. Von daher, ja, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, euch schon mal warm spielen. Wahrscheinlich wird es die Prinz Eitel als Belohnung zu Weihnachten geben. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was wir in dieser Flaschenpost für euch haben. Waren diesmal nur knapp 6 Minuten, aber ihr habt alles Wichtige mitgenommen, was jetzt noch über das Wochenende dazugekommen ist. Sonst hätten wir euch erst in der Flaschenpost wieder Montag oder Dienstag gemacht, so wie ihr das bei uns kennt. Ja, und von daher wünsche ich euch einen schönen Restsonntag und bis die Tage. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo mit einer Glocke, damit ihr keine Nachrichten mehr bei uns verpasst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Livestream, im nächsten Video hier bei YouTube. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sea Krauts.